Ja, halli, hallöchen, da ist er wieder, euer Xipotchen. Und wir spielen Iverse, Kreativerse. Und ja, die gibt immer so eine freie Kiste, so alle paar Stündchen, die kann man aufmachen. Dann gibt es immer tolle Sachen, Super Extraktor und Flares und Bomben und Zeug. Und ach Mensch, hier, die Zwerge von Herr der Ringe, die werden aber auch ziemlich gnatzig. Ja. Wir haben 5 Arkensteine, die hatten nur einen. Wir haben hier 5 allein in einer Kiste. So, continue. Wir können diese Kiste kriegen wir ins Inventar und damit können wir dann, welche Welt auch immer wir gehen, können wir dann diese Kiste mitnehmen und können die dann praktisch dann in der speziellen Welt öffnen, wo wir wollen. Man kann auch, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, Want to Fly, Upgrade Pro, Get the Arc-Glider, da kann man fliegen. Okay, dann kann man fliegen. Die sind aber auch garstig, ne? Die coolen Sachen gibt es alle nur, wenn du bezahlst. Okidoki. Also, der Sinn war jetzt einfach diese Kisten, die es da mal gibt. Ich pack die jetzt erstmal einfach hier. Also diese Kiste packe ich jetzt in diese Kiste. Ne, es geht nicht. Verdammt, das geht nicht. Ja gut, dann machen wir, wir haben eh bloß diese eine Welt, also zack, open, Item at Inventory, zack rüber. Okay, mit den Arkensteinen können wir diese Lampen hier bauen, die sind wirklich gut, soweit bis jetzt. Wüsste jetzt nichts Besseres als die. Also haben wir bis jetzt nicht. Und die, was ist das hier? Flare. Handy Tool to check out the Stark Caves before jumping in. Create a temporary light source on explosion. Okay. Ja, wie auch immer. Und hier haben wir noch Moss. Das packen wir mal beiseite. So, wir haben es jetzt 9:35 p. Also abends. Und da unten guckt mich schon wieder so ein komisches Dingens an. Gibt es hier schon wieder irgendwas? Harvest 10 Wheat. Da müssen wir noch mal dran arbeiten. An dieser Harvest-Geschichte. Das müssen wir noch mal am Wasser machen. Das müssen wir nochmal hier am Wasser probieren. Ich mache das jetzt einfach mal hier. Flow is damaged. Ja, egal.
Okay, jetzt müssen wir ein bisschen. Ah, hier ist ein Gegner. Ja, damit. So, jetzt brauchen wir Gras. Samen. Wir brauchen jetzt Samen. Wheat. Auf jeden Fall brauchen wir dafür nicht das Gerät. Wir brauchen nicht das Gerät. Aber auch schon mal einen Reed-Seed haben wir schon mal. Theoretisch reicht ja auch ein einziger aus, ne? Einer reicht, um es zu testen. Darum ging es ja. Zack. Ob das hier funktioniert, weil hier oben funktioniert es offenbar nicht. Vor meiner Hütte. Du Night Pick. Der Ausrüstung kann man schon mal hier so ein bisschen rumlaufen, ohne dass es gleich mega Stress gibt. Was bist du? Wieder so ein Nightpick? Hey du! Das waren diese Leafy-Dinger. Davon sollte ich auch eine bestimmte Menge machen. Ich glaube 10 Stück. Haben wir. Okay, wir haben wieder einen Samen. Den packe ich auch noch mal da unten rein, ja, zwei sogar. Ups, das wollte ich gerade schön zuhören, während er schläft. So ein Opfer. Na
ist das da? Hier steht eine Kiste. Wieso steht denn hier eine Kiste? Okay, die stand hier aber vorhin noch nicht. Auch schön. Nehmen wir natürlich mit. Gerne. Zack, hier war doch noch einer. Wo bist du? Kuckuck. Rennt er weg. Sauber in mein Schwert gerannt. Easy jumped into my sword. Ja, wenn mich die Gemütlichkeit packt, werde ich hier einfach diesen komischen Hugel hier wegmachen. Der hier. Und dann hier sozusagen ein größeres Feld anlegen. Mal schauen. Aber jetzt wird es gerade hell. Jetzt gehen wir fix. Fix das ganze Zeug hier. Was ist das hier überhaupt? Yellow Party Hut. Gelber Partyhut. Also das nach da, das nach da, das da, das da, das. Okay. Hier nix. Hier das Ding, das Ding, das Ding. Das Teil, das Teil. Partyhut. So, nun die glorreiche Frage, in welche Richtung gehen wir jetzt? Um Eis zu finden. Ich würde dir sagen, wir gehen in diese Richtung. Das sieht nämlich hier, das sieht dir ganz nach Eis aus. Das ist, wenn das die gesamte Map ist, ist das genau die Mitte. Also warte mal, in welche Richtung muss ich denn jetzt hier? Nordost, Nordost, die Richtung. So grob. Wir nehmen mal sicherheitshalber ein paar Pilze. Ich habe mich nicht geheilt. Ich gehe noch mal kurz mich heilen. Ich bin ja noch hier. Und dann, ich möchte gerne mit volle Lebenspunkte losrennen. Da wird ja aber keiner reinkommen, die 3 Sekunden. No. Käse. Und Tür zu. Zip. Auf geht's. Hier ruckelt es immer ein bisschen. Liegt wahrscheinlich an den ganzen Fackeln. Immer wenn ich hier hochrenne. Tür zu. Okay, so, wir wollten nach Nordosten. So.
grob in diese Richtung. Was sehe ich da Schönes? Das nehmen wir mit. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Zip. Und ja, das ist gut. Ich weiß nicht, ob die für noch was Besseres gut sind, außer zum Werfen. Die erstmal ein. Na, haben wir, obwohl da hinten liegt auch jede Menge von dem Zeug. Ist also jetzt nicht irgendwie. Da liegt nochmal so ein A hier. Da, das nehmen wir mit. Von diesen Dingern soll ich eine bestimmte Anzahl töten. Dann krieg ich irgendeinen. Irgendwas krieg ich denn. Die rennen immer weg. Komm zu Bottchen. So, aber primär wollen wir erkunden. Also können wir es jetzt nicht alle 3 Sekunden lang aufhalten lassen wegen irgendwas. So, was sagt denn die Map? Wo sind wir jetzt? Ah, hier. Okay, also ein paar Meter in die Richtung, müsste ein neues Gebiet sein. You have discovered a new area map. Jawohl. So, dann ein Stück nach hier. Wieder ein Stück Kohle. Das nehmen wir natürlich mit. Okay, noch ein Stück weiter. Jetzt ein neues Stück Gebiet, genau. Jetzt ein Stück nach da. Dann gibt es noch mal ein neues Gebiet. Genau. Das sieht doch schon mal gut aus. Hier ist weiß. Hier ist weiß in der Nähe. Ups. Jetzt habe ich. Welche Richtung gucke ich denn jetzt? Okay, ich muss in die Richtung gucken. Was haben wir denn hier? Dead Gras. Dann nehmen wir mal einen. Dead Gras, Dirt. Achso, Dirt ist einfach nur Dirt. Blumen haben wir euch schon. Ich habe so noch Orangenblumen. Tundra Flower. Okay, davon packen wir mal ein paar ein. Tundra Flower.
schick irgendwie bei uns im Gebiet oder so aufstellen. Wir haben schon orange Blumen, habe ich schon. Dann jetzt hier die roten. Das soll ein bisschen schick aussehen, ne? Nicht bloß so pfui. Das hier sieht schon mal nach Schnee aus. Snow. So, hallo Vogel. Ich möchte mich ja mit dir anlegen, ne? Einfach nur, um zu wissen, wie viel Power du hast. Wie siehst du überhaupt aus hier? Eisgockel. Blizzard. Blizzard. Alter Falter. Eiferbipscht. Hoho. Das hat ja mal gerockt. Über die Hälfte mit einem Hit. Das sollten wir nicht zu oft machen. Snowy Elderwood Leaves. Ich nehme erstmal von allem möglichen was mit, damit ich mal sehe, was die Rezepte sind dazu. Was haben wir hier? Weeds. Ah, noch die Quest hier. Harvest 10 Weeds. So, ich habe 10 Stück geharvestet. Wir können ja mal gucken. Offensichtlich nicht. Es müssen angepflanzte sein, so wie es aussieht. Sand. Sand hatten wir schon mal. So, wo kriege ich jetzt Eis her? Das ist Water. Ich hätte gerne Eis. Hier sind auf jeden Fall Shells. Die nehmen wir natürlich mit, weil die brauchen wir. Das sieht hier mehr tropisch aus als Eis. Ich nehme die ganzen Shells alle mit hier, alle schön mitnehmen.
überhaupt? Wir sind jetzt da. Wir müssen so ungefähr in die Richtung. Ist das Eis? Ist das Eis? Ist das Eis? Ist das Eis? Das sieht wie Eis aus. Eis am Stiel. You need a stone mining. Alles klar, na denn. Wo ist er? Hier. Jetzt ist hier ein Schwamm gewachsen. Wenn hier ist Mutt und hier ist Wasser oder so, keine Ahnung. Mutt plus Wasser, vielleicht Schwamm? Das kriegen wir noch raus. Das kriegen wir auf jeden Fall raus. Haben wir denn jetzt 42 Stück? Ich mach noch mehr. Interessieren, ob das dann wieder nachwächst. Nicht, dass das so eine begrenzte Ressource ist, die dann irgendwann vorbei ist. So, wir haben jetzt 74. Okay, so 75, 76, 77, 78, 79, 80 Stück. So.
wenn wir jetzt 8-mal so eine Dingse da. Oh Gott, hier wird man auch noch minus gedingst. Gefrosen. So, weiter geht's. Es wird langsam duster. Ein neues Gebiet. Ja. Sehr schön. So, jetzt in die Richtung. Okay, wir müssen aus dem Eisgebiet. Ich habe hier, guck mal, das ist da. Eis ist voll. Also man darf sich hier bloß eine Weile aufhalten, dann ist vorbei. Wahrscheinlich kriege ich jetzt gleich Frostschaden oder so. Was ist das denn hier? Snowblöcke. Okay, diesen Baum kenne ich auch noch nicht. Ich denke mal, das ist so wie bei Minecraft der Dschungelbaum. Das sind doch wahnsinnig viele Parallelen zwischen den beiden Spielen. Ich würde gerne nach oben, um zu gucken, ob da irgendwas Cooles noch ist. Vorzugsweise ohne abzustürzen. Hier gibt es auf jeden Fall schon mal Honig. So, jetzt können wir erstmal den wieder rausnehmen. Wir haben Weepwood. Weepwood. Weepwood Leaves. Und dann haben wir hier Weepwood Flowers. Und irgendwo habe ich noch blaue gesehen, da drüben. Blaue sind, glaube ich, nicht so spannend.
Noch eine. Der hat mich voll runtergeschubst. Das da will ich mir angucken noch, das runde Rote da. Aggro oder nicht? Weiß der Geier oder weiß er nicht? Herbstholz. So, was haben wir hier? Schönes Autumn Flower, Herbstblumen. Dann gibt es hier noch so eine gelben Zitrus. Ich glaube, jetzt habe ich alle möglichen Varianten. Ich wollte eigentlich gerne so einen Samen haben hier, so einen Setzling. Guck mal hier. Sehr schön. Auch was, wo ich hintrete. Es geht ziemlich tief runter.
Honig ist recht gut versteckt immer. Weeds. Aber keinen Samen. Autumn Wood Flower. Aber keinen Samen. Kein Setzling, meine ich. Gut versteckt im Inneren. Wie komme ich denn jetzt am sinnvollsten runter? Also irgendwo, hier kommen wir schon mal ein Stück runter. Ah! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Schon wieder. Das reicht auch. So. Allerdings habe ich jetzt schon wieder totalen Orientierungsfummel. So, in die Richtung. Disconnected. Warum ist der Server? Wieso das denn? Was denn jetzt? Was verpasst? So, unsere Tasche ist auch fast voll. Also diese Richtung. So. Diese Richtung. Also Plan ist natürlich Exploring machen hier. Nebenbei natürlich mal Materialien mitnehmen. Cooles Zeug. Aber grundsätzlich ist Exploring heute das primäre Ziel. Wir haben noch 22 Pilze, das reicht erstmal. Wuppa, wuppa, wuppa. Okay, da ist noch Honig, sehe ich. Greifbarer Nähe. Oh, schöner Haufen gleich hier. Ja.
hängt ja alles voller Honig. Da hängt Honig, da hängt Honig, da hängt Honig, da. Aber wir brauchen jetzt keinen Honig. Wir machen jetzt Map-Erkundung. Habe ich das mit den Dings schon gemacht? Alles richtig. New Area. Sehr schön. So, und jetzt ein Stück in die Richtung. Dann kriegen wir noch ein Gebiet. Nee. Erwachen die hier alle? Jetzt erwacht der da. Let me go away. Toll, wo bin ich jetzt hier hingehüpft? Tolles Ei. So grundsätzlich in die Richtung irgendwie. Ich höre schon wieder ein. Ich muss gerade mal ein bisschen sprinten hier. Ein bisschen zügiger machen. So, jetzt höre ich keinen mehr. Das ist gut, die Richtung stimmt. Dieses Biotop gibt es bei Minecraft praktisch auch. War aber immer deutlich kleiner. Also war aber so ein kleines Stückchen, wo es mal sowas gab. Und
So, Canyon Stone, haben wir das schon? Hab ich schon Canyon Stone? Nee, hatte ich noch nicht, weil jetzt hat sich irgendwas geunlockt. Aber die anderen müsste ich alle schon haben hier, glaube ich. So, primär muss ich in die Richtung weiter, ne? Ja, genau. Also das spielt sich mit Controller dann doch deutlich einfacher, aber ich habe verdammt, jetzt muss ich genau da vorbei. Noch einer. Jawohl, der hat mich voll erwischt. Hier ist eine Höhle. Ich will nicht in die Höhle. Alter Schwede, hat der mir eingedengelt. Zugelangt. Ich höre ja dauernd Vögel, so Geier. Gleich haben wir es geschafft. Immer noch nicht. Jetzt mal, komm jetzt. Da ist es. Okay. Oh, der macht böse Aua. Kann der schwimmen? Scheinbar nicht. Was sehe ich da? Was sehe ich da? Was sehe ich da? Sehe ich da? Und der Wassertempel? Oder eine Illusion? Täuschung. So ein alles Holz oder was hier? Okay. Du.
gratis hier Festland. Okay. Da kommt was so langsam zum Vorschein. Was ist das hier? Ein bisschen mehr nach da. Das ist richtig. Oh, ist irgendwie Tropensavanne oder was hier. Ich habe hier so eine Hitzeanzeige. Im Wasser ist Abkühlung. Das war das blöde Vieh, das ist wirklich übel. Okay, das hat irgendwie nicht wirklich was zu bedeuten. So, jetzt mehr in die Richtung. Der Eber ist übel. Noch. You have discovered new land. Sehr schön. Genau an dem Eber vorbei. Ich versuche mal ein bisschen mehr hier lang. Hier ist wieder Tropengebiet, hier kriegt man wieder einen Hitzeschlag. Da hoch. Hier komme ich hoch. So was hat Gott so ein wunderschönes Gerät an die Hand getan.
Und da haben wir das nächste Gebiet. So, jetzt praktisch nach Süden, dann kommen wir wieder nach Hause, wenn ich das richtig sehe. Genau, Richtung Süden ist nach Hause. Wollen wir wieder mal nach Hause? Ich will jetzt langsam wieder nach Hause. I wanna go home. I wanna go home. Unser primäres Ziel haben wir erreicht. Wir haben das Eis besorgt. Hier oben pfeift ganz schön der Wind auf dem Berg. Stimmt. Aber es zeigt sich auch da oben an. Das war ja bei Minecraft auch immer so ein Problem, oder ist bei Minecraft auch so ein Problem, dass wenn du losrennst und du hast keinen Kompass und nichts dabei, du findest deine Heimatbasis nicht wieder. Also da, wo du gebaut hast. Ums Verrecken, das war's dann. Dann fängst du praktisch irgendwo plötzlich wieder von vorne an, weil du nicht mehr weißt, wo du hin musstest. Es gibt natürlich einen Trick bei Minecraft. Ne? Man muss zu den Koordinaten 1500, 1500 ungefähr. Von da aus kann man üblicherweise das sehen, also den Spawnpunkt sehen. Da ist eine Truhe. Da ist eine Truhe. Meine Brustplatte ist kritisch beschädigt. Ich will jetzt trotzdem diese Kiste. Er sagt jetzt gleich, mein Inventar ist voll. Oh, und hier sind auch noch so viele Viecher. Er hat nicht gemeckert. Jump, baby, jump. Oh, ist noch ein ganz schönes Ende. Sieht auf der Map gar nicht so groß aus. Ist es aber. Wollen wir uns nochmal mit so einem Eber anlegen? Ich habe jetzt gerade 1000. Da haben wir Boss Hock Tusk. Tigro, mein Inventory ist voll. Equipment. Ich schmeiß irgendeinen Müll raus. Hier, guck mal hier. Ein Weins. Ein Venus. Equipment. Die 6. So. Das will ich haben. Inventory ist voll. Oh, komm schon. Hier packt das nach da. Gib mir jetzt die Hörner. Na, also geht doch. Okay, aber es ist schon echt grenzwertig.
zu meiner Base. Boah, da sind auch noch zwei so eine. Oh. Gott, zack. Nicht so hastig. Schön langsam. So. Wenn ich das richtig mitgekriegt habe, können die nicht schwimmen. So viel voraus. Ich weiß, ich muss mal wieder ein bisschen fixer machen hier. Schnell weg. Schnell weg, schnell weg, schnell weg. Oh, hier sind auch noch zwei davon. Schnell hier rum. Hier ist ein Loch, nicht reinhüppen. Die grünen sind machbar. Home sweet home Alabama. One hit. Das hier ist doch schon mal, das ist mein Biotop hier, glaube ich. Das hier für eine abgefahrene Schlucht. Kann ich abkürzen? Bist ohne zu sterben. Wieder, ne? Ich muss aber wieder komische Sachen machen. Pass auf. Free up some space. Brauchen wir auch noch. Wo bist du? Ich kann jetzt nicht mitnehmen, ich habe keinen Platz mehr. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Jetzt muss ich um den ganzen Berg rum. Ah, Loch. Oh, jetzt bin ich fertig hier. Stress pur. So, jetzt bin ich wieder entspannt. Es ist wieder Tag. Und hier ist ein riesengroßer Berg. Gleich sind wir oben. Tada. So, irgendwo hier unten ist jetzt meine Basis.
was auch immer man Basis nennt da, ne? Mein Loch. Meine Hobbit-Höhle. Sie. Wir haben wieder zurückgefunden. Juhu! Yippie! Eine Stunde waren wir unterwegs. Hier ist immer noch nichts gewachsen. Ich guck mal hier drüben. Da blinzelt das zumindest, also es funkelt. Was war das denn jetzt für ein Geräusch? Jetzt ist es gewachsen, in dem Moment, wo ich mich wegdrehe. Oh, hätte ich auch wirklich machen können, wo ich gerade hingucke. Okay, wir haben Weizen. Ich habe keinen Inventarplatz mehr. Okay, coole Sache. Coole Sache. Also Wasser und Acker und Dings funktioniert. Ohne Wasser funktioniert nicht. Aber auch das ist genauso wie bei Minecraft. Das ist praktisch Minecraft mit anderer Grafik. Und ein bisschen, ein paar coolere Sachen. So. Honig, Pflanzen, Pflanzen, Pflanzen. El Rockstar, you push me away. Yet I can't leave. Hold my claw. Now my heart. Smell the sea. Rockstar. Was fischst du von mir? Check ich nicht. Pflanzen, Pflanzen. Pflanzen. Pflanzen, Pflanzen. Kein Platz mehr. Ups. Das Container ist voll. Kann ich den nicht stapeln, den Partyhut? Partyhut kann man nicht stapeln. Ich brauche größere Kisten, ich brauche mehr Kisten, ich brauche Kisten. Ich brauche Kisten, große, fette, mega, krasse, ultra Kisten. So, geh mal weg hier. Was brauchen wir für Kisten? Arkensteine, Stone Stop Melted Dingens. Das ist doch überhaupt gar kein Problem. Habe ich denn die Arkensteine hingetan? Hier? Ja, 5 Stück. So. Melted. Wo habe ich denn das Melted hingetan? Da. Was haben wir hier noch? Red Bed. Yellow Band.
diese Dinge. Kuh. Okay. Stone Slabs. Ah, Stones habe ich auch keine mehr, ne? Ich habe ja alle Stones vorhin an der Wand geklatscht. So, wo packen wir denn die Kisten? Am besten hier oben hin. Statt der Kisten jetzt die richtigen Kisten, ne? Das wäre schon voll sinnvoll. Oder einfach erstmal daneben. Zack. Wieso eigentlich bloß vier? Ich wollte doch. Achso, die fünfte konnte ich nicht bauen. So, wir haben schon wieder eine Stunde 19. This container ist voll. Okay, ich möchte die Crispad und die haben. Und die interacte ich hier hin. Tulip schon wieder hin hier. F. Was war denn die da? Da ist er. Get back to your roots with the delicious root. Plus 100 max health. Can be proceeded for seed. Plus 100 max health. So ein Kreuz, toten Kreuz da oben. Hoppala. Zack, du war hier. So, aufgepasst. Wir müssen noch überlegen, wie wir das da mit dem Wasserdingens machen. Brezel, 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 Brezel. Brezel, 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 Brezel. Jetzt habe ich das Feld gewechselt aus Versehen. Equipment. Thank you.
gab es 10 Reach, 3 von 10. Die 14 lief es im Grassland, auf Forest. So, zwei Leafys noch. Hallo Leafy. Press X, da haben wir es geschafft, jawohl. Completed, okay, das hilft uns überhaupt nicht weiter, das Zeug. Aber wir kriegen eine neue. Quest Defeat 10 Pixies im Grassland, okay. Die kommen ja jetzt über Nacht nachher. Kommen mal die ganzen Pixies. Und die Weeds müssen wir halt so nach und nach da unten dann einsammeln. Oh, da habe ich gerade wieder einen Samen gekriegt. Ich wollte doch nicht so lange Folgen machen. Wir sind schon wieder 1,25. Okay, so. Dann machen wir wieder Schluss. Ab in die Hütte. Wir haben jetzt schon ein paar von den fetten Kisten. Kriege ich jetzt hoffentlich auch alles ein bisschen besser unter. Ein Arkenstein haben wir schon wieder. Das hier gehört auch zu Pflanzen. Das hier gehört zu Pflanzen. Was ist das? Weed. Das. Zack, zack, zack. 36 Slots. Sollte theoretisch alles reinpassen. Aber Leafys sind nicht Pflanzen, Leafys sind ja diese komischen Viecher. Aber das hier noch. Kaktus. Das nach da, die Knochen, den Cheat hier. Hier der Honig.
pflanze ich noch schnell den Samen an, der eine hier. Willst du als Piggy durch? Eins von zehn. Sehr schön. Dann nehme ich euch. Wo ist der andere? Na, wo sind die kleinen Schweinchen? Da sehe ich eins. Schweini, Schweini, Schweini. Komm zu Onkel Bottchen. Zack, 4 von 10. Guti gut. Olle. So, nichtsdestotrotz. Geht's jetzt erstmal ins Päuschen. Wenn es gefallen hat, gerne das Däumchen, ihr wisst Bescheid. Ansonsten ja, hier kommentiert, wie und was und wo, was euch gefällt, was nicht und was man noch machen könnte. Keine Ahnung. Einfach kreativ wird's halt. Alles klar, so, bis zur nächsten Folge. Tschüss mit Ö.